Pfingsten richtig nutzen. Mario hat endlich Pfingstferien, allerdings weißt du nicht, was er mit den Ferien anfangen soll. Ob Luigi da eine gute Idee für ihn hat? Also gut, Luigi, hast du irgendeine Idee, was ich mit meinen Pfingstferien anfangen könnte? Naja, geh doch an den Strand. Nee, Strandurlaub habe ich schon oft gemacht. Hast du eine andere Idee? Warte, du könntest ganz tolle Abenteuer erleben. In der Pfingströhre. Die ist nämlich da drüben bei dem Kettenhund. Pfingströhre? Was ist das denn? Naja, wenn du Pfingsten richtig nutzen möchtest, dann sollst du auch tolle Abenteuer erleben. Und das kannst du dort auf jeden Fall tun. Okay, Luigi. Dann danke ich dir. Pfingströhre habe ich ja noch nie gehört. Und da soll ich tolle Abenteuer erleben? Na gut, ich meine, ich liebe Abenteuer. Und Prinzessin Peach muss ich ausnahmsweise mal nicht retten. Ja, dann gönne ich mir doch die kleine Reise, oder? Schauen wir doch mal nach. So, hui. Fängt ja schon mal irgendwo im Untergrund an. Interessant. Dann wollen wir einmal hier durchreisen. Hallo, Cooper. Ich muss mal schnell weiter. Obwohl die Goombas und Koopas ebenfalls Pfingstferien haben? Wahrscheinlich schon. Entschuldigung. Hui, der arme Cooper. Den habe ich so umgehauen, dass er nur noch mit seinem Unterhemd dastand. Naja, mir soll's recht sein. Hauptsache, ich komme hier durch. Nium, einmal durch die Röhre. Und schon haben wir einen neuen Abschnitt. Hey, Frechdachs. Aha, dich habe ich gesehen. Mich trickst du nicht so einfach aus. Und von dir schnapp ich mir jetzt mal den Panzer und dann geht's los. Wajaja, Vorsicht. Das ist ein sehr, sehr wildes Unterfangen. Ja, ich komme hier gar nicht mehr raus. Oh, bitte. Ja, mir ist schon schwindelig. Ja, nein, 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 nein. Hin und her. Und hin und her. Ja, ich kann schon nicht mehr. Mir ist schwindelig. Ja. Okay, ich glaube, ich sollte lieber weiter. Einmal durchgeschossen, da gibt es ein paar extra Münzen. Ja, und das ist so Pfingsttaschengeld. Das nutze ich, um mir dann vielleicht nachher ein Eis zu kaufen. Wäre doch mal eine schöne Geschichte. Vorsichtig, da durch. Und oh, Münzen, Münzen, Münzen sind toll, aber ich möchte hier weiter. So, wieder ein Panzer. Und los geht's. Juhi. Die ganzen Koopas räumen wir weg. Wir haben ja gar keine Chance. Okay, aber... ich glaube, das ist der richtige Weg. Der Pfeil zeigt schon mal in die Richtung. Mal sehen, wo wir da jetzt rauskommen werden. Und? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und warum ist alles so pixelig? Oh Mann! Okay, das ist wirklich eine Pfingströhre. Wir erleben hier Abenteuer, die man so nicht erwartet hätte. Und ich kann nicht durch die Röhre? Bin ich hier überhaupt richtig? Naja. Oh, da vorne ist ein Häuschen. Vielleicht sollte ich da mal reingehen, um nachzusehen, was es dort gibt. Nichts Besonderes. Wir können rausgehen. Dann gehen wir durch diese Röhre. Und jetzt? Ach, Herr Jemini, jetzt bin ich nochmal woanders rausgekommen. Das wird ja immer verrückter. Was ist das bitte für ein Pfingstabenteuer? Na gut. Oh, ein Schalter. Ja, der hilft mir jetzt allerdings hier nicht unbedingt weiter. Dann müssen wir hier vorsichtig rüber. Und Paragumba, Paragumba, auch Menno. Du hast mir meinen Tanuki-Schweif genommen. Ah, da kriege ich ihn wieder. Haha. Und Rutschpartie. Ah, nein, nicht schon wieder. Das kann auch nur mir passieren. Was haben wir denn da? Oh, ein Zauberstern. Ein Powerstern, um genau zu sein. Somit bin ich unverwundbar und niemand kann mich aufhalten. Allerdings gibt es keine Röhre, die ich nehmen kann. Na gut, laufen wir mal weiter. Irgendwann kam Mario dann in einem Schloss an. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? In irgendeinem Schloss. Okay, interessant, aber was ist meine Aufgabe? Moment, ich habe von diesem Schloss schon mal gehört. Hier soll es diese legendäre Flöte geben. Mit Hilfe der Flöte komme ich in die Warp Zone. Das ist ein ganz besonderer Ort mit ganz vielen Röhren. Mal sehen.
diesem Bereich finden kann. Der Tanuki-Schweif sollte mir dabei behilflich sein. Einmal darüber und nach oben fliegen. Klasse. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und da eine kleine Kiste. Ich hab sie. Das ist die Flöte. Dann spiele ich doch gleich mal darauf. Und wir sind nun in der Warp Zone. Tja, durch welche Röhre soll ich jetzt gehen? 2, 3 und 4 stehen mir zur Auswahl. 2, 3 oder 4. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Boah, ich glaube, ich nehme die 3. Und? Hä? Was? Was ist denn das jetzt? Das ist Bowser, nein! Oh, 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 okay, 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 ich muss da schnell durch. Ich glaube, die dritte Röhre genommen zu haben, war nicht die richtige Entscheidung. Die ist ja riesig. Uah, Plessy, danke, dass du da bist, um mich zu retten. Wir müssen hier schnell weg, wir müssen hier schnell weg. Uah, nein, 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 nein. Boah, das war echt knapp. Hey, Moment mal. Uah, können wir ihn nicht irgendwie aufhalten? Ich wüsste nicht wie. Er ist monströs, riesig und stark. Wir haben gar keine Chance. Uah, er springt uns sogar hinterher. Nein, 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 nein. Wow. Okay, okay, okay. Da ist eine Röhre. Ich glaube, die nehme ich jetzt, um schnell von hier zu verschwinden. Das ist mir eindeutig zu bunt. Uah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, adios, amigos. Uiuiui. Ah, hier bin ich sicher. Alles ist wieder gut. Eine Riesen-Piranha. Nein. Oh, noch eine. Hilfe, 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 Hilfe. Los, weg hier. Wow. Gleich 2 auf einmal. Nein. Schnell ins Wasser. Abkühlen. Puh. Aber was war das denn gerade? Wir haben Giga-Bowser getroffen. Also, der war ja überdimensional. Der war ja riesig. Wohin hat mich bitte Luigi geschickt? Ist das die Pfingströhre? Irgendwie merke ich gerade, dass ich verschiedene Mario-Spiele durchlaufe. Verschiedene Mario-Epochen, wenn man das so sagen darf. Oh Mann, wo muss ich jetzt hier hin? Also jetzt bin ich echt verwirrt. Wo ist nun der Weg? Oh, danke für das Surfbrett. Oh yeah, ich liebe Koopa Panzer. Damit kommt man schnell voran. Oh ja, ja, ja. Wow, 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 wow. Ich hab. Autsch. Mein Koopa Panzer verloren. Wow. Eine Kanone. Und was will dieser Fly Guy von mir? Wo bist du denn? Ey, warum schaust du mich so an? Naja. Okay, tut mir leid. Aber wir müssen jetzt fliegen. Und zwar katapultieren wir uns in diese Richtung. Aber war das die richtige Entscheidung? Oh nein, ein Riesengumba. Lass mich bloß in Ruhe. Am besten laufen wir hier über diesen ganz schmalen Weg rüber. Vielleicht ist das der richtige Weg für mich. Mal sehen. Vorsichtig zu den Münzen. Alles Paletti. Oh, schaut mal da vorne. Da ist ein Durchgang. Mal sehen, wo wir da rauskommen werden. Ich bin gespannt. Wow! Einmal da durchgepfeffert. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, was ist das für eine mysteriöse Box? Ich aktiviere sie mal. Mal sehen, was da kommt. Finde den gelben Schalter, um die große Katzenglocke zu aktivieren. Rette die Welt. Moment, was hat das zu bedeuten? Ich soll die Welt retten? Gelber Schalter? Katzenglocke? Ich verstehe nur Bahnhof. Naja gut. Aber wir können ja mal nachsehen. Vielleicht finde ich ja... Uah, Kugelwilli. Vielleicht finde ich hier ja irgendwo diesen gelben Schalter. Hat das vielleicht etwas mit Bowser zu tun? Ich meine, Prinzessin Peach ist in ihrem Schloss. Ich muss sie tatsächlich nicht retten. Aber wie es scheint, muss ich diesmal die ganze Welt retten. Ich meine, Prinzessinnen kann ich retten, ja. Darin bin ich geübt. Aber die ganze Welt zu retten? Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Naja, ein Versuch ist es wert. Okay, vorsichtig. Ja, ein Frechdachs. Ah, ja, ja, ja. Hey, bist du nicht ein Football-Chuck? Hey, du da aufwachen. Oh, oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. Na, hier bin ich sicher. Okay, dann... Wow.
Dann mache ich dich wohl platt. Oh, hier vorne. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das für ein P-Schalter? Oh, Münzen ohne Ende. Wir nehmen alle mit. Ja. Sowas kann nur Super Mario. Juhu. Super. Das gibt extra Leben. Wir sind alle weg. Na toll. Jetzt bin ich traurig. Na gut. Vielleicht finde ich hier irgendwo diesen gelben Schalter, von dem die Rede war. Wollen wir doch mal nachsehen, was sich dahinter verbirgt. Oh, da. Da vorne. Das muss der gelbe Schalter sein. Ja, ich habe ihn gefunden. Na gut, wollen wir ihn aktivieren. Ich hoffe, das ist auch die richtige Entscheidung. Finden wir es heraus. Und hopp. Finde nun das Katzenkostüm, um dich der großen Gefahr zu stellen. Beeil dich, Mario. Hä? Uah, wo bin ich denn jetzt wieder? Ach, herrje, das wird ja immer verrückter. Also, diese Pfingströhre, die mir Luigi empfohlen hat, die ist tatsächlich voller Abenteuer. Also, so etwas habe ich auch noch nie erlebt. Hey, rosa Shy Guy. Oh, eine Tür. Da sollten wir mal reingehen. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Okay, gucken wir doch einfach mal rein. Hallo? Ui, Kirby, Moment mal, falsches Spiel, Entschuldigung. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet, dass wir ausgerechnet auf Planet Pop landen. Direkt bei Kirby. Nee, wir bleiben schön im Pilzkönigreich. Achtung, Shy Guys, überall Shy Guys, weg mit euch. Oh, zum Glück kann ich hier Gemüse pflücken. Das kann ich auch sonst in keinem anderen Spiel, oder? Zumindest in keinem Mario-Spiel. Powerblock für die Shy Guys! Ja, die haben wir alle umgehauen. Wunderbar. Und was hältst du von diesem Schildkrötenpanzer? Ja, der war richtig praktisch. Und der Vogel sollte uns theoretisch nach oben bringen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und yes! Klasse! Hey, da vorne ist eine Bohnenranke. Lasst uns diese nach oben klettern. Und nun sind wir in einem völlig neuen Bereich. Hey, kleine Ninjis. Die kennen wir vor allem aus Paper Mario The Origami King. Aber ich muss ja eigentlich ein Katzenkostüm suchen. Wo soll ich dieses denn finden? Also hier oben nicht. Laufen wir da mal hoch. So, vorsichtig. Das sind wilde Marienkäfer. Da muss ich auch vorsichtig an ihnen vorbei. Autsch. Hey, nicht pieksen. Okay. Geschafft. Jetzt sind wir oben angekommen. Hä? Was ist das für eine Endboss-Musik? Wartet hier jemand auf uns? Ist es der Pfingstgegner? Nein, das ist Birdo. Hey, Birdo. Sag mal, hast du heute keine Schleife? Ah, Birdo, mit dir haben wir es aber auch noch nie zu tun gehabt. Also, Birdo, nichts für ungut, aber deine komischen Eier kannst du behalten. Die möchte niemand haben. So, bitteschön. Oh, eine Kristallkugel. Ha, aber kein Katzenkostüm. Na gut. Soll ich da reingehen? Okay, ich probier's mal. Ui! Oh, endlich bin ich wieder der dreidimensionale Mario. 3D-Mario. Hallo, Goomba. Entschuldigung, ich wollte dich nicht in deinem Urlaub stören. Hier! Jetzt muss ich nur noch Glück haben, um die Katzenglocke zu bekommen. Ich hab's geschafft! Ja, Moment mal. Jetzt bin ich Katzen-Mario. Das heißt, ich habe die Prophezeiung erfüllt, oder? Ich kann jetzt als Katzen-Mario den riesigen Bowser besiegen. Doch, wird mir das überhaupt gelingen? Jetzt muss ich erst einmal wieder einen Weg finden, um Bowser zu erreichen. Aber ist das der richtige Weg hier? Muss ich hier wirklich durch das Wasser hindurch? Wow, überall Fische. Und vor allem Stachelfische. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, und pew. Ui, hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Riesige Schiffe, die hier versunken sind. Verrückt! Ich meine, wer hätte damit gerechnet? Und extra Leben, sehr gut. Dann tauchen wir mal gemeinsam ab. Ach, sehr schön.
Nein, keine Feuerblume. Die Prophezeiung sagte, ich soll unbedingt bei der Katzenglocke bleiben. Genauer gesagt, beim Katzenkostüm. Jetzt also das Outfit zu wechseln, wäre, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Achtung, vorsichtig an den fiesen Stachelfischen vorbei, in der Hoffnung, dass sie uns ja nicht pieksen. Sonst gibt es, glaube ich, eine Menge Ärger. Okay, jetzt ab durch die Röhre. Mal sehen, wo wir rauskommen. Da sind wir wieder. Boah, ich glaube, Giga Bowser ist noch stärker geworden, denn jetzt hat er weißes Haar. Ach, Herr Jemine, das hat mir gerade noch gefehlt. Also, Luigi, beim besten Willen, wo hast du mich denn da bitte hingeschickt? Ich wollte ja meine Pfingstferien ganz anders verbringen, aber nicht mit so viel Tohuwabohu. Okay, erstmal ab ins Wasser. Plessi, Plessi, Plessi. Oh, der ist direkt vor uns. Wo ist Plessi? Da vorne. Nein. Ich habe meine Fähigkeit verloren. Kann ich Bowser jetzt überhaupt noch besiegen? Nein. Plessi, rette uns. Wir müssen schnell weg hier. Ich habe keine Chance. Aber wofür haben wir dann den Schalter aktiv? Wird, Moment mal, da hinten. Da hinten ist sie. Die riesige Katzenglocke. Wahrscheinlich haben wir tatsächlich mit dem gelben Schalter diese Glocke aktiviert. Okay, ich weiß nicht genau, was zu tun ist. Aber mein Instinkt, mein Kopf sagt mir, dass ich da jetzt die Glocke aktivieren muss. Na dann, mal los! Und boom! Giga Katzen Mario gegen Giga Bowser. Der große Showdown beginnt. Diesmal renne ich nicht vor dir weg, denn wir konnten mit Hilfe des gelben Schalters aus Super Mario World die Katzenglocke aktivieren, sodass wir jetzt eine Chance gegen dich haben. Nehme diese Pfeiler hier, Bowser. Und eine Stampfattacke kriegst du obendrauf. Oh, okay. Ich glaube, der macht jetzt ernst. Wir müssen vorsichtig sein. Nein. Vorsicht. Gefährliche Stampferattacken. Und jetzt aber. Von oben geht's voll auf die 12, mein Freund. Na, schon genug? So viel Energie. So schnell wird er nicht aufgeben. Okay, wir bleiben dran. Wir werden nicht... Oh nein! Oh, ich habe mein Kostüm verloren. Ich muss schnell hier weg. Boah, hier nochmal Pfeiler. Die kann ich super dazu nutzen, um Bowser zu attackieren. Wie schmeckt dir das hier? Naja, meine Wurfkünste waren auch schon mal besser. Fußbälle! Die helfen mir an dieser Stelle aber auch nicht unbedingt weiter. Was mache ich denn jetzt bloß? Oh. Ich glaube, Bowser ist ziemlich wild geworden. Der will uns um jeden Preis besiegen. Da hinten ist noch eine Katzenglocke. Die muss ich mir unbedingt schnappen, um ihn zu stoppen. So, wo bist du jetzt? Zeig dich. Ah, da hinten. Der versteckt sich hinter der Kraxel-Arena. Na gut. Vielleicht können wir sogar diesmal einen Fußball auf ihn schleudern. Oh. Versucht, den Turm zu schmelzen, aber es funktioniert nicht. Das ist meine Chance, um nochmal Gas zu geben. Autsch. Ja, schon gut. Ich bin ja nicht aus Zucker. Wir bleiben dran, nicht aufgeben. Und ausweiten. Achtung, er kommt nochmal angeflogen. Und das ist meine Chance, wie die Stampfattacke. Ha. Na, war's das für dich, mein Freund? Und bum. So kannst du mich nicht attackieren. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte seiner Energie abgezogen. Er ist unglaublich mächtig. Können wir das überhaupt schaffen? Aber jetzt wieder mit dem Pfeiler rennen wir auf ihn zu. Das wirst du nicht stoppen können, mein Freund. Und boom! Ja, volle Breitseite. Zeit für die nächste Stampfattacke. Nimm das, Bowser! Gib endlich auf! Das Spiel ist aus! Und. Weiter. Yeah! Nein! Wie soll das nur weitergehen? Wie können wir ihn bloß stoppen?
Oh, Achtung! Nochmal ein riesiger Feuerstrahl und er hat mich sogar wieder erwischt. Oh, schade, Schokolade. Ich brauche unbedingt... Ah, oh, da vorne. Ich brauche unbedingt die Katzenglocke. Und jetzt ungemein dringend. Denn einen weiteren Treffer halte ich nicht aus. Jetzt aber. Ich bin wieder Katzen-Mario. Die stärkste Form, die ich annehmen kann. Na gut, nehmen den Powerstern. Aber jetzt, der Fußball, der hat gesessen. Ich renne wieder auf ihn zu. Zeit für die nächste Stampfattacke, Bowser. Das Spiel ist vorbei. Lass uns in Ruhe, lass die Welt in Ruhe. Ich werde dich besiegen, um damit die Welt zu retten. Oh, außer aber er erwischt mich diesmal. Nein, 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 nein. In meinen Bewegungen bleiben. Auch hier und direkt auf ihn draufholen. Stampfattacke. So, jetzt muss ich nur noch ein, zwei Mal mit den Katzenpfoten fauchen. Und dann war's das für unseren Kollegen. Jetzt reicht's mir aber. Was macht er jetzt? Okay, nochmal diese Pfeiler, diese spitzen Pfeiler. Der wird dir dann tatsächlich den Rest geben, mein Freund. Brüll so viel du willst, das war's für mich. Okay, okay, noch nicht ganz. Na gut, dann eben meine Katzenpfoten, wenn du nicht anders willst. Nein, schnell ausweichen. Oh, er rollt wieder auf uns zu. Wow, das war knapp. Ich hätte fast nicht mehr rüberspringen können. Jetzt reicht's mir aber. Eine Katzenglocke finde ich jetzt so auf die Schnelle nicht mehr. Ich muss das jetzt als normaler Mario schaffen. Aber hier, der Pfeiler. Das ist dein Ende, Bowser. Nimm das hier! Da schleudert ihn komplett davon. Haha! Endlich konnten wir siegen. Und Giga Bowser den Rest geben. Adios, amigos! Da wird er weggeschleudert. Aber Papa... Oh, was ist los, Bowser Junior? Aber das ist doch mein Papa. Der hat das doch nicht böse gemeint. Papa? Papa, bist du noch im Wasser? Papa, was ist... Oh, oh, wow! Bowser! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Oh nein. Oh oh. Er gibt also so schnell nicht auf und bekommt die Macht der drei Katzenglocken. Moment mal, das waren unsere Fähigkeiten. Und jetzt hast du sie eingeschlossen? Wir können ihn also nicht mal als Giga-Katzen-Mario begegnen. Okay, schnell, Blassi. Wir brauchen unbedingt deine Unterstützung. Wir müssen Bowser stoppen, um die Welt zu retten. Ein für alle Mal. Also gehen wir alle so. Gerade noch abgetaucht. Gut gemacht, Plessy. Nur nicht aufgeben. Und Gas geben. Überall die Pfeiler. Die agieren hier in Form von kleinen Booten, die uns entgegenkommen. Ah, echt knifflige Hindernisse. Aber wir bleiben dran. Wir müssen ganz schnell auf ihn zuschwimmen, um ihn dann zu stoppen. Wir müssen irgendwie dieses Schutzschild zerstören, um an die Katzenglocken zu kommen. So können wir nämlich nochmal die große, geballte Kraft auf uns nehmen, um dann ihm den Rest zu geben. Aber zuerst einmal unterstützen wir Mario, unterstütze ich mich mit der Glocke, um wieder volle Energie zu entfalten. Und da vorne, wir müssen nur einmal dazu kommen, das Schild anzuspringen. Okay, dranbleiben! Oh, heikle Angelegenheit. Und geradeaus weiter. Jetzt brüllt er. Jetzt speit er wieder Feuer. Und meine Chance ist gekommen. Boom! Das war Treffer Nummer 1. Aber so wie wir Bowser kennen, geht das so schnell nicht auf. Und volle Kraft voraus. Boom! Treffer Nummer 2. Tja, mein Freund. So schnell kann es manchmal gehen. Und warte geradeaus, er brüllt wieder, springt aber auch gleichzeitig wieder davon. Weiter. Dieses Pfingstabenteuer, diese Pfingstferien werde ich niemals vergessen. Wir haben alle möglichen Mario-Spiele durchlebt. Aber dass wir am Ende gegen Giga Bowser kämpfen, damit habe ich echt nicht gerechnet.
Ich frage mich wirklich im Nachhinein, wo uns bitte der gute alte Luigi hingeschickt hat. In eine doch sehr, sehr verrückte Welt. Und geradeaus weiter. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, da kommen ohne Ende diese Pfeile auf mich zu. Den kann man ja auch fast nicht mehr ausweichen. Da oben steht er. Volle Kraft voraus. Geben wir ihm endgültig den Rest. Außer aber er springt die ganze Zeit weiter und lässt es nicht zu, dass wir das Schild zerstören. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Wir sind schon so weit gekommen. Nochmal die Katzenglocke und ausweichen. Ah, schade Schokolade geradeaus. Und jetzt. Boom! Das war Treffer Nummer 3. Ein letzter Treffer noch. Dann können wir Bowser endlich den Rest geben. Jetzt ist es meine Möglichkeit. Schnell, schnell geradeaus und jetzt! Das waren richtig starke Treffer. Das war's für dich, Bowser. Und jetzt kriegst du nochmal von Plessy mit Hilfe der Katzenglocke den Rest. Plessy, wenn ich bitten darf, flieg einmal auf Bowser. Und boing. Sehr gut. Wir konnten die Welt retten. Auf nimmer Wiedersehen, Bowser. Naja, was heißt hier auf nimmer Wiedersehen? Sagen wir mal so, bis zum nächsten Mal. Denn das letzte Mal haben wir ihn definitiv nicht gesehen. Aber wie ihr sehen könnt, ist alles wieder gut auf der Welt. Wow. Und Bowser? Wie geht es dir denn jetzt nach diesem großen Kampf? Wow, oh. Das tut mir wahnsinnig leid, mein Großer. Hey, Papa, komm raus. Was ist passiert? Du hast Pfingsten ein bisschen durcheinander gebracht, sonst ist alles gut. Ja, dann, oh, Mario, na warte. Moment mal, Mario. Nee, stopp, stopp, stopp. Du bist schön lieb. Wir haben uns doch geeinigt. In den Pfingstferien bist du freundlich, lässt Prinzessin Peach in Ruhe und mich ebenfalls. Und natürlich auch die ganze Welt, ist ja klar. Ja, ich habe schon verstanden. Nach Pfingsten können wir uns dann wieder ein bisschen raufen. Tut mir leid, Mario. Danke, dass du Pfingsten gerettet hast. Aber nach Pfingsten geht's wieder so richtig los, ja? Dann gibt's Ärger, versprochen. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja. Okay, typisch Pfingsten eben, oder? Oh, hey. Hallo, meine Kätzchen. Ja, Katzen habe ich ganz besonders lieb. Yay, wir haben es geschafft. Und ich auch. Bleibt katztastisch.